Und der ist endlich da. Wir starten rein. Messerrunde auf der dritten Map. Auf Train. Na, das sieht gar nicht mal gut aus, gar nicht mal schlecht aus. Kalu beim einzigen 2. Alsen mit dem Gewinn der Nilfront. Und eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn sie immer auf den Switch gehen. Genau, das tun sie auch. Tauschen die Seiten. Und wir starten mit unserer ersten Runde auf der alles entscheidenden dritten Map. Alsen Team gegen TDR Gaming Train. Und die erste Runde, die ist live. Firma Kevlar, Kit, Rauchgranate. TDR mit ebenfalls Firma Kevlar, Smoke, Flash, Nate für Stojan. Und sie gehen erstmal auf einen offensiven B-Hold. Oben zu zweit, Olfi, Vanilla. Unten steht Shelby. Aber auch TDR aimt bereits ab. Ah, die warten auf den Offensiv-Push. Shelby zurück, Olfi, Vanilla. Mit den beiden Pistols, Close Distance. Warten drauf, da kommen sie vor. Da fliegen sie beide weg. Rotation ist da, Burrito schaut, Long Distance USP, Shelby unten close, holt sich den ersten Trade. Aber instant geht's zurück, Salinas klappt zurück mit Dropper auf die A-Side drauf, denn die ist aktuell sperrangelweit offen. Und Ixo, ja, versucht's hinten, holt sich jetzt Kaluba ab, ist ein 3 gegen 3, immer noch Kit bei Alsen Team. Mit TDR mit offensiven, mit defensiven Positions in Richtung Main. Richtung Dropper und eben am Bomb-Train und Stanislav macht hier natürlich nochmal einen kleinen Treffer aus. Aber Ixo kann traden. Shelby schaut. Ah, Olof steht, Dropper steht, Kit bei Ixo. Sie gesehen, Shelby mit dem schönen Klick. Stojan jetzt im 1 gegen 2 und die müssen eigentlich würdigen, dass ein Main und ein Dropper steht. Smoke kommt, dann gesehen am Elektro hinten. Shelby trifft die Shots nicht, Shelby muss nachladen. Na, defused einfach durch und Stojan macht sie zum Glück beide. Auch das menschliche Schutzschild nicht funktioniert. 1-0 TDR. Pistols only gegen bereits die Doppel-AK. Geht hinten Richtung Ivy. Da steht Ixu, Burrito, CZ, Long Distance. Um ihm mal ein bisschen Shot abzusetzen, gibt ein bisschen ersten Schaden gegen Stanislav. Bei Vermeer hat es bisher in Runde Nummer 2 nicht gereicht. Suchen sie mal Dropper mit ein paar ersten Granaten rein. Erster Offensiv-Trade für Ixu. Shelby, Burrito doppeln B. Olfi, Ixu, die A-Sides. Ja. Stellt sich hier mal close in Richtung Connectors. Für Diegel. Erster Flash von Shelby, die ist gut. Burrito, schöner. Schneller Shot. Überzahl. Für die Polen. Und hinten mainstreet Olfi offensiv. Hat eine gute Position. Hört die Steps in Richtung Asai. Von der Seite vielleicht ein, zwei Mann rausnehmen. Kommt er nur langsam nach. Holt sich Double Magic ab. Bombplant ist gefährdet. Denn er holt den zweiten auch noch. Für den dritten reicht sicher bei Kaluba. 30 Sekunden. 1 gegen 4. Weiß. Side steht. Elektro. Dropper und Burrito. Meine Herren. 1-1. Die Bulgaren. Ein bisschen vom Pech verfolgt. Die Anschlussrunde für die Polen ist wichtig jetzt. Sie kommen schon in Richtung B. Shelby ist da, aber das macht ein bisschen Schaden. Reicht nur für ein Rotation von Burrito. Ja, Bombe ist bisher nicht gecrossed, der kommt jetzt. Stanislav, VB jetzt mit einer Flash in die Smoke rein, durchpushen, in 1 gegen 4, ah, flecht sich da selbst.
Und die Runde, die ist blitzschnell vorbei. DDR in der Pistol Eco. Deagle gibt's, der P250, zwei P250s. Die Bulgaren brauchen One Mix. Vielleicht Richtung Alvin Stanislav. Da hinten kommt. Ja. Iksu gerade so weg. Double Magic schaut sich mal den Dropper an. Langsam rantasten. Natürlich Close Distance müssen die Fights ausgetragen werden. Jetzt geht's zurück. Natürlich, Rifles gegen Pistols, Vorteil ganz klar bei Alsen. PDR muss so ein bisschen auf den Split vielleicht zu gehen, über Dropper, über Ivy, zusammen auf die A-Side drauf. Aber da steht erstmal Iksu. Gegen 3. Für den ersten Reiz, für den zweiten. Oh, er switcht aufs Messer rüber. Und das ist die Chance. Der erste M4 für VBS. Schaut hinten Richtung CT. Oh, er springt unglücklich. Das Timing, was hier Burrito so ein bisschen einen Vorteil verschafft. Bombe ist down. Sieht hinten auch noch Kaluba stehen. Und es ist Double Magic. Und der mit der Glock kann nichts mehr ausrichten. Erste Full Round, die es hier gibt. Für die Jungs von TDR Gaming. 5 AKs, 4 Smokes, eine Nate. Kevlar, Fallens mit Helmens. Doja mit eigentlich einer guten Position. Aber der Instant von Miller ist richtig wichtig, denn somit bleiben die Polen so ein bisschen, na, mit der Möglichkeit behaftet, das Ganze doch noch rumdrehen zu können. Granaten natürlich ganz klar TDR im Nachteil. Und die müssen sich jetzt mit maximalem Nutzen einsetzen. 3 Smokes noch. Stanislav, Double Magic und Kaluba. Stehen sehr breit aufgeteilt. 2 in Main, einer im Ivy, einer oben an der Leiter, vor Richtung B. Währenddessen man hier auf ein 2-1-1 Hold geht. VB hat wichtige Infos. Sandwich steht vielleicht. Und auf grün und blau drauf, Vanilla. Am Dropper, Double Magic, springt da? Nee. Nur mal kurz reingeschaut, ob man vielleicht was sehen kann. Ah, sie schieben jetzt rüber Richtung B. Und das ist jetzt time to shine für Sharbi. 1 gegen 2 aktuell, vielleicht gegen 3, gegen 4. Molotov kommt richtig gut. Na, sie gehen unten erstmal raus, smoken das Ganze ab. Shelby alleine, onside, backside, defensiv. Vanilla unten am Dropper, holt sich 2, fast 3. Und oben sind immer noch Iksu und Burrito. Stanislav stirbt beim Droppen. Und Double Magic ist nicht Double Magic genug, um den Klatsch noch alleine ausspielen zu können. Und na klar, jetzt macht sich natürlich die CTs entsprechend bemerkbar. Es gibt ein paar offensive Molotovs. Nur eine einzige AK für Sonus. Habt ihr schon raus Richtung Elektro? Schaut mal, oben ist der Skill. Vanilla! Mit dem schnelleren Reaktionszeit. Double Magic, VBS aufgeteilt, Ivy hinten Main, kommt schon Olfi close. Der schaut mal hinten Richtung T-Spawn, bekommt erstmal nichts mit. Dafür pusht man Ivy schon offensiv nach vorne, Iksu abgesnebelt. Kann erstmal nichts tun, hat die Steps jetzt gepusht, holt sich einen, hinten an einem Dropper wieder von hinten mit 2-3. Kaluba versucht's, er macht immer ein bisschen Schaden, aber es reicht nicht mal für
einen einzigen Frack. Und TDR scheint wieder so ein bisschen in so ein kleines Loch gefallen zu sein. Wieder 5 AKs. Kann man sich ein bisschen ausgerüstet mit Flashers, Smokes und Molotovs. Langsames Antasten Richtung B. Olfi schafft's diesmal nicht. Hier gesammelt eine Rotation, die rüberkommt von Burrito und Vanilla mit einer ersten Offensiv-Smoke. Wir schauen. Kleine, große Rampe. Burrito wieder rüber auf die A-Side, rechnet hier nicht mit dem B-Go. Aber da legen sie falsch. Vanilla muss aufpassen. Molotov kommt ein bisschen zu spät, ist bekannt jetzt. Guckt unten die Smoke rein, schießt. Oh, schießt er genau zwischen zwei Gegner rein. Und das ist die Chance für die Bulgaren. Überzahl 5 gegen 3. Auch Burrito kann nichts ausrichten. Iksu, Shabby und die beiden mit der Mission Waffensafe. Bei dem 2 gegen 4 rechnet man sich da keine großen Chancen mehr aus. Und wir haben endlich die zweite Runde für TDR. Jetzt heißt's anknüpfen. Dranbleiben. Also ein Team, der Doppel-Op. Für Burrito, Iksu, Kaluba. Kann sich erstmal nicht ganz entscheiden. Ein wird doch noch offen gelassen. Stojan. Ein bisschen Druck in Richtung B-Side. Erst ein paar Granaten. Durch die Smoke schießen. Und wir haben Shabby und Melanie zusammen erstmal die B-Side halten, währenddessen der Rest mit natürlich 3 hinten auf A steht. Olfi Richtung Ivy. Burrito mit der Orb in Richtung Main. Und Iksu ebenfalls Richtung Ivy als Backup dabei. Und Shabby, die müssen gleich aufpassen. Denn da kommen die Bulgaren gleich. Mit allen 3, 4, 5 Mann Richtung B. Molotov geht auf. Shabby mit 2 unten. Oben kommt raus. Den dritten reicht's auch noch. Und dann endlich kommt der erlösende Trade. Aber Stanislav, Kaluba, Unterzahl. Crossmog geworfen, meine Flash rein. Flashbang kam gar nicht mal schlecht. Granatenhagel runter auf 70. Bombplant geht durch. Flashbang ist gut. Oh, den Leiter nicht mehr. Und es ist Kaluba. Versucht's, große Rampe oben. Olfi schießt unten rein. Iksu versucht eine Cross abzuaimen. Sie haben einen Molotov, Smoke liegt vor ihnen. Und beide mit Kit. Oben Molotov reingeworfen. Kaluba muss durch, geht durch. Und das ist die Chance für Olfi. Iksu kann sicher defusen. Und wir haben keine 2 Runden in Folge für TDR. 6. Runde als ein Team. Spielen sich immer weiter in Richtung 8. Runde, Richtung Halbzeitführung. Der Baumplant spielt zum Glück wieder so ein bisschen Geld in die Kassen bei TDR. Diesmal sich nochmal rein zu forsten mit einer AWP für Stanislav. Doppel-AK, UMPCZ kommt hinten Richtung A. Hier steht schon Niki Suba. Erster Mann ist raus, piekt nach. Oh, Vorbeet. Einfach frech nachgepiekt. Vanilla mit dem Vorsicht, Double Magic, runter auf 50. Erster Molotov rein. Das Ganze ein bisschen entspannen. Und TDR hier keine Chance geben, irgendwie eine Überzahl herbeizuführen. Stojan. Große Rampe. Und geht auf ein 3-1-Hold. Lässt Shell wieder allein auf der B-Side stehen. Natürlich läuft damit Gefahr, dass sich TDR Gaming relativ einfach und schnell bei B ausbreiten kann. VB-Ed sneakt langsam runter, gibt eine erste Rotation von Burrito. Shell mit einem, Burrito mit dem zweiten. Weiß, da ist was gedroppt.
Unten kommt noch mehr Shots. Na, Sitz gegen Kaluba, Shelby, Close Distance und wieder er einem 1 gegen 4. Molotov geworfen, hinter ihm pushen sich schon. Da kommt Vanilla, Olfi. Und der Retake ist komplettiert. Diffuse-Tüch geht durch. Und wir haben die 7. Runde. Und wieder kein Geld bei den Bulgaren. Entschließt sich wieder so eine Halb-Eco zu fahren. Pistols Kevlar, eine AK für Stanislav, eine Nate für Stojan. Und diesmal schneller Richtung B. Unten, schnell raus, hinten, Shelby mit der ersten Offensivnetz. Stanislav unter auf 60. Und der wird sich ärgern. Aber sowas von. Direkt zu kassieren. Vanilla. Eine Leiter. Da kommen sie. Den Doppeljob vorbereitet. Schaffen sie nicht ganz. Vanilla. Ah, schafft's weg. Überzahl mit einem Mann. Und hinten Olfi offensiv in Richtung Main. Kaluba. Ah, wird erstmal nicht gesehen, Olfi. Jetzt kommt er. Spedon sitzt entsprechend, genauso wie Shelby unten an der Rampe. Stojan, vorwärts, aufgeteilt. Ivy, kleine Rampe. Geht's nochmal auf den A-Split? Ist die Frage. Und die Rampe dürfte eher nein heißen, denn unten, sie steht immer noch mit richtig guten Positionen. Shelby, na, pusht jetzt offensiv durch, während er mal unten fällt. Schaut nochmal oben nach. Stojan mit 16 AP, im 1 gegen 4 mit der AK in der Hand. Und das ist sie dann wohl, die 8. Runde für Alsen Team. Die sichere Halbzeitführung. Shelby offensiv. Burrito mit dem Blick auf die kleine Rampe. 6 Runden Führung. Sie haben wieder Geld. Zumindest bei 4 Mann. Denn Stanislav hat in der letzten Runde die AK mit Kevlar reingeforst. Was hier aufhängig ist. Stojan, schnell unten Dropper rein. Diesmal wird es nicht offensiv gehalten, nur defensiv. Burrito den ersten aus dem Main raus. Oh, gibt einen schönen Trade für VBET. Und Olfi oben auf dem Zugkraft ist bisher nicht gesehen worden. VBET macht das gut. Vanilla, Shelby mit einer Flash raus. Onside steht, Dropper steht. Na, kommt close, holt sich VBET ab. 3 gegen 3 hat das auf und gerade fliegt gut 30 HP runter. Kaluba ebenfalls auf 20, guckt hinten Richtung Sandwich. Manila blind, Gyxo ebenfalls. Na, da kommt er jetzt, ist ein 1 gegen 3 mit der Op. Gyxo zum ersten. Switcht er auf den Connector oder fake das Ganze nur an? Nein, kommt über den Connector rein. Double Magic. Am Elektro, Kaluba hinten am MTW. Und Exo sollte eigentlich aus der Runde nichts mehr groß mitnehmen können. Na, aimt ab. Jetzt nochmal kurz reingehen, mit der Orb nachschauen, vielleicht noch die Waffen rausnehmen, aber läuft dann da der AK in die Hand rein. Ins Crosshair meine ich. Und die Runde, die ist vorbei. Dritte Runde für die Bulgaren. Wieder heißt es anknüpfen. Man braucht die Anschlussrunden. Denn bisher hat es nicht geklappt. Erste Runde geholt, zweite verloren. In der Mitte ebenfalls mit 4 zu 2. Anschlussrunde abgegeben. Und jetzt? Alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Nur lässt sich als ein Team das gefallen, ist die Frage. Die Aim erstmal ab. Die Bulgaren riechen einen Offensivpush. Aim hinten B ab, natürlich auch die Leiter mit. Main, Ivy, überall wird hingeschaut. Und auch als ein Team lässt sich da erstmal nicht in die Karten reinschauen. Xu blind. Oh, mit der Orb schafft das weg. Stanislav steht bereits oben drin.
Aber er hat den Vorteil. Er hat die bessere Angle. Und erneut geht's rüber in Richtung B-Side. Vanilla, Burrito. Oben ist sie raus, unten ebenfalls. Man nimmt eine, man nimmt zwei. Reicht nicht ganz. Burrito verschießt. Weiterhin ein Mann Überzahl für unser Team. Und von hinten, da kommt auch schon Iksu. Nur da wartet Kaluba mit der AK. Sojan, VB Ed. Burrito ist raus. Nur noch eine AWP, Kaluba. Ja, das benutzt nicht ganz. 20 HP runter. Flashdimer. Flashbang saß nicht wirklich. Olfi schafft's. Shelby unten close. Kleine Rampe. Die 4-Plant-Spot sitzt jetzt durch die Fusen. Kaluba braucht ein bisschen. Kommt unten Rampe close. Olfi! Oh, das hat fast noch gereicht. Aber so, endlich. Zwei Runden in Folge für DDR Gaming. Als ein Team, auch da wird's langsam knapp vom Geld her. Mit maximal noch 4,5. 2-3 bei Vanilla. Dann schießt sich trotzdem natürlich ab, in die Baron zu gehen. Na, Diegel, schöne Zeit von Weiler. Was soll das Lauf gegen 2-3? Spend uns ist gut. Aber er ist alleine und die aufgenommenen Waffen, die machen ordentlich Schaden. Ich meine insgesamt, ja, wir reden von der Train T-Side. Vier Runden sind nicht wirklich schlecht. Vanilla muss trade. Kommt, schafft er auch. Holt sich einen. Zwei. Schön. Stolion ist halt Molotov rausgelaufen. Burrito on site. Und ein bisschen Probleme. VB hat alleine. Die liegen vier Mann. Die Headshots gehen nicht auf. Und wir haben eben die 10. Runde auf dem Konto für unser Team. Letzte Runde erster Halbzeit. Nochmal 2000 Dollar bei TDR. Und am Ende vielleicht eine 11-4 Hälfte. Nur eben dann. Dann natürlich spielt auch TDR endlich auf der City-Side. Double Magic. Ivy durch. B250 gegen die Orb. Iksu muss weg. Iksu zieht sich erfolgreich zurück. Rotation kommt rein von Burrito. Den ersten Shot nicht, aber dafür die Doppel-AWP, die entsprechend 2-3 fast schon 4 schnelle Shots ziehen kann. Und das reicht nicht. Das reicht nicht. 11-4 Halbzeit. Eins ist sicher. Wenn sie hier entsprechend eine Chance haben wollen, die Jungs von TDR, dann brauchen sie die Pistol Rounds aus der zweiten Hälfte. Ansonsten könnten die Polen hier vielleicht auf ein 14-4, also auf 10 Runden Führung hochgehen. Und dann ist der Druck immens. Dann ist der Druck richtig, richtig groß. Man darf sich eigentlich keinen einzigen Fehler mehr leisten. Wir sehen es, die Pause, die dauert ein bisschen länger. Natürlich die Frage, ob es eben am TDR oder an Alsen liegt, das wissen wir nicht ganz. Welche Taktik? Was wird gespielt, ist die Frage.
Pisserot. 4x Kevlar, Kit, Smoke. Gegen 3x Kevlar, Peter 50, Doppelsmoke, Molotov und einer Flash. Und Alsen. Ah, mit ein bisschen Aufteilung. Da geht's erstmal Richtung Ivy. Mit Ixo und Olfi. Gibt eine erste Smoke rein. VB hat pre-fired. Genauso Double Magic auch. Aber bislang geht die Platz nicht wirklich auf. Da haben sie Glück. Olfi versucht's aus den ersten Mann raus. Instant gibt's ein bisschen Rotation. Der Fokus von Stojan hinten Richtung A-Side. Rexu immer noch am Leben. Schafft's gegen VBR. Jetzt kommt die Rotation rein. Und es ist ein 2 gegen 5. Sie verlieren 3 am Ivy. Auch Kaluba fällt. Bombe hinten auf B gesehen. Stojan immer mit Smoke und Kit. Aber die Shots. Die Shots gehen nicht auf. Und das ist die Chance schlechthin für die Polen, für Alsen-Team. 10 Runden Führung, die zum Greifen nahe sind. Sie müssen nur gegen die Anti-Eco bestehen. Nur gegen Pistons und Kevlar auf die Close Distance das Ganze jetzt sicher nach Hause holen. Die versuchen's mit einem offensiven Ivy Push mit Double Magic. Robert unten an der Leiter und bereits 3 Mann hinten auf B. Mit Stanislav, Stojan und Kaluba. Granate macht schon mal ein bisschen Schaden. Aber die Polen haben sich nicht entschieden. Natürlich klar, sie haben 3 AKs. Lassen sie erstmal viel Zeit. Schauen, kleine Rampe, große Rampe, Dropper, Main und Ivy. Also da überall, wo TDR theoretisch durchpushen könnte. Double Magic. Ja, nichts gesehen hinten. Genauso wie Kaluba in Main. Zieht sich zurück. Geht auf B aushelfen. 40 Sekunden. Jetzt ein paar Offensiv-Nades. Erster Molotov Richtung B rein. Und ein Kaluba. Stojan. Na, lass den ersten Mann nicht rauslaufen. Olfi ist raus. Aber unterm Dropper steht VB. Und noch der kommt ein. Fast 2 Mann. Jetzt heißt es schieben, rüber rotieren. Kaluba, Double Magic, sie haben eine Überzahl in 4 gegen 3 mit guten HP-Schaden gegen Shelby, gegen Vanilla. Aber der hat wichtige Infos im Dropper, da kommen sie einfach raus. Double Magic schafft es nicht, dann ist Snuff und Kaluba. 2 gegen 2, Deagle UMP gegen die Doppel-AK und die Deagle sitzt. Shelby guckt, Ivy holt sich eine. Stanislav kommt ein bisschen zu spät aus dem Dropper raus. Und Shelby schaut Richtung Main. Steht jetzt am MTW drin. Stanislav kommt ebenfalls links an der Wand entlang und er hat eigentlich eine richtig gute Pose. Ich schaut Richtung Ivy und das ist die Chance! Aber sie geht nicht auf für Stanislav! Das wär's gewesen. Der Gewinn der Anti-Eco. Aber so weiterhin. Vorteilsposition als ein Team. 14. Runde eigentlich unabwendbar. Und TDR. 2 P250s. 3 USPs. Gehen auf einen 5-Mann A-Stack. Lassen B komplett offen. Also eine Frage der Zeit. Bis ich hier vielleicht Vanilla in Richtung B-Side raut. Infos bekommt, dass B komplett offen ist. Nur das passiert erstmal nicht. Ah, Schaden ist gut. Noch 2 angeschossen. VB auf 7. Ein Happy Double Magic. Schaffen es erstmal weg. Jetzt geht's unten langsam raus. Shelby und er merken, okay, B ist frei. Die Ecken sind clear. Warum nicht einfach unbelegen Zeit für uns arbeiten lassen? Burrito mit einem, mit 2. Kaluba. Left alone. Versucht zu der Leiter oben. Hört den Step von Olfi.
Oben steht Burrito, die Leiter gehört, man weiß also Bescheid, wo er überall steht. Holt sich eine erste AK. Olfi, kommt er noch just in time? Oh! Hat ein bisschen Pech gehabt, aber im Sprung. Im Sprung mit der MAC-10. Erste Fulbarond TDR. Und die muss gewonnen werden. Die Pistole haben sie abgegeben. Jetzt müssen sie. Keine Fehler mehr. Ansonsten heißt das GGWP. Versuchen es mit von mir auf A. Instant-Schnelle Granaten Richtung Main. Burrito brennt erstmal nicht an. Schnelle Leiter unten. Komm, doppeln. Über Main. Über Dropper. Kaluba ist weg. Ivy steht aber Magic mit einer, mit zwei. Stanislav Messerkill abgelehnt worden. Und das ist eine Überzahl für TDR. Shabby. Ixo. Schauen Richtung Side, Richtung Ivy, Richtung Connector. Überall hin und immer noch Double Magic hinten, der den Cross-Up aimt. Kommt, ist gesehen worden. Stanislav von Heaven aus, der hat eine gute Position. Und X, du weißt Bescheid. 1 gegen 1. Stoja mit einer guten Posi. Und er weiß nicht, er springt einfach an ihm vorbei. Und da hat Ixu auf gar keinen Fall mit gerechnet. TDR Gaming gewinnt die erste Fullbound auf der City-Side. Und jetzt heißt es anknüpfen, dranbleiben. Denn jeder Fehler wird direkt bestraft. Und es gibt eigentlich keine zweite Chance mehr. Wieder einfach heraus mit dem ersten Entry. Aber Trades kommen rein. Er kann mir jetzt vorhin einmal traden. Die Überzahl ist weg. Stojan am Schieben. Und das ist ein 1 gegen 3. Stojan gespottet. Shelby, Vanilla. Guckt auf den Bombtrain drauf. Und wieder der schnelle Argo, der hier diesmal zum Verhängnis wird von TDR. 15-5. Ganze 10 Matchpoints, die es hier für die Polen gibt. Und geldtechnisch. Ja, vom Geld her sieht's nicht wirklich gut aus. Nach nur einer einzigen gewonnenen Runde. Wir sehen Pistols, Kevlar, Granaten. Gehen wieder auf den, na, 3,5 Mann A-Holt. Lassen da Stanislav im Connector stehen, um schnell schieben zu können. Kaluba, VBS, Close Richtung Main. Double Magic am Ivy hinten, der Deagle. Da kommt da fast ein Free für Ixu. Reicht aber nicht ganz. Abwarten. Deagles können durchaus noch Wunder wirken. Kaluba, close. Hinten am Ivy. Stanislav switcht ebenfalls auf die Deagle. Schaut mal, links, rechts. Bekommt keine Infos. Jetzt kommen sie Main langsam raus mit Vanilla. Und Stanislav zieht sich Richtung Grundlinie zurück. Man geht auf einen 3-Mann B-Hold. Lässt nur Kaluba im Dropper stehen. Ja, und Alsen scheint das so ein bisschen zu schlucken. Sie schieben ebenfalls nach oben in Richtung B. Und wenn jetzt hier Ixu schnelle Infos holen kann, dass A so gut wie frei ist, dann eben kann es ganz schnell gehen. Vanilla ist raus, Kaluba erfolgreich. Immer noch 2,5 Spieler auf B. Stojan, Stanislav. Guckt mal close rein. Deagle sieht Shelby stehen. Reicht ein Shot. 2. Schaden ist gut runter auf 20. 2, 3 Mann da. Und der Go, der bekommt richtig Probleme. 2 gegen 2. Doppelpistol gegen die Rifles. Stojan auf 8 HP runter. Aber Kaluba kommt zur Hilfe. Ixu gegen 2. 2 Sekunden. Zeit ist vorbei. Kaluba ist safe. Kaluba ist safe. 6. Runde TDR. Den ersten von 10 Matchpoints. Den konnte man immerhin erfolgreich abwehren. Jetzt dranbleiben. Macht wieder Rifles, wieder Granaten, Kevlar und auch ein Kit. Wir haben Doppel-CZ, Doppel-AK bei Alsen.
Geht dann wieder auf den schönen Argo, über Jobs raus. Kaluba ist da, eins, dann kommen die Trades rein hinten. VWF mit zwei. Ah, für den dritten reicht's nicht ganz. Bombplant könnte durchgehen. Denn Double Magic bleibt defensiv stehen. Eine M4 für Shelby. Nixu nimmt Double Magic raus, bei dem Connector oben drauf und unten droppen jetzt runter, schauen Richtung sein, holen sich Shelby ab. Xu gegen 2, AK, Close Distance. Und er hört die Steps, er sieht sie beide stehen. Stojan, USP, kommt, pusht, Close, switcht auf die USP und das ist der Fehler. Good Give Up Plate, Alsen Team gewinnt 2-1 gegen TDR Gaming.